Things you didn't know about your favorite football player. Okay. Also Dinge, die man angeblich nicht weiß über die Fußballspieler, die man mag oder seinen Lieblingsspieler, je nachdem für wen welcher Spieler sein Lieblingsspieler ist. Okay. Ziehen wir uns das mal rein. Courtois? Was? Thibaut Courtois? Fact, as a youngster, he played as left back. Der war früher einfach Linksverteidiger, was? Okay, krass, das wusste ich nicht. Der hatte nicht so eine Karte gehabt in FIFA damals, oder? Nee, ne? Stell dir mal vor, einfach so Courtois, Linksverteidiger, auf einmal jetzt so ein krasser Keeper geworden. Krass. Das ist verrückt, ne? Einfach Linksverteidiger. Was ist mit Mané? Mané has scored the fastest Premier League Hattrick. Mané scored 3 goals in 2 minutes and 6... Was? Krank. Also Mané hat einfach einen Hattrick innerhalb von knapp 3 Minuten geschossen. Also in jeder Minute ein Tor. Krass. Wusste ich auch nicht. Das sind so Sachen, die man nicht weiß. Also klar, das mit Mané kann man wissen, muss man aber nicht. Ah, Luka Modric. Was hat der denn für blaue Haare, Alter? Einfach blaue Haare, Super Saiyajin. Modric survived death after his grandfather was murdered with Croatian Serb rebels. He was just years old when it happened. Okay, krass. Was, Modric hatte da quasi so ein nicht Attentat, aber so ein, weil der Vater, der Großvater von ihm umgebracht wurde. Von Rebellen. Eieiei. Ja, nicht jeder hat hier eine schöne Vergangenheit, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Ach ja, stimmt. Jetzt, wo ihr es gerade sagt mit Mané. Ich hatte doch Mané Recordbreaker. Wisst ihr, wo ich den gezogen habe? Mané Recordbreaker. Geile Scheiße. Hab ich doch Arschbombe gemacht. Stimmt, ich habe doch Mané Recordbreaker gezogen. Dann hat er zu der Zeit, wo er noch nicht bei Liverpool war, diesen Rekord gebrochen. Und deswegen, okay, okay. Was ist das denn für ein Foto von Messi? Messi, his first contract with FC Barcelona was detailed on a napkin because there was no paper. Geil. Krass. Nur Messi, Alter, wie jung. Messi, Alter, Barca. Krass ausgebildet, ey. Haaland, okay, ein Haaland-Fact. Okay. Haaland once scored 9 goals in a single game under 20 World Cup. Krass. Haaland einfach 9 Tore geschossen in einem einzigen Spiel. 9 Tore. Maschine. Okay. Bruno Fernandes. Hä? Bruno Fernandes sieht einfach aus wie Joao Felix hier. Findet ihr nicht 1:1 Jahre, wenn ihr mal jetzt einfach so das Gesicht verdecken würdet? Guck mal jetzt so, warte. Wie mache ich es am besten? Wenn ihr es so machen würdet, würdet alle denken, das ist doch Dingens. Joao Felix, so von den Haaren, oder? Findet ihr nicht? Einfach Joao Felix. Until the age of 15, he played as a defender. Ja, geil. Einfach Bruno Fernandes, auch Verteidiger. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber bei sowas schon eher. Wenn ein Fußballer früher Verteidiger war, der jetzt Stürmer ist, kann man das eher nachvollziehen als ein Verteidiger, der auf einmal Torwart ist. Und einfach sieht aus wie Felix, Alter. Joao Fernandes. Joao Fernandes. Pedri. Alter, Pedri ist so eine Maschine, ne, bei Barca, was der da abgerissen hat. Habt ihr das Tor gesehen gegen Sevilla? Alter. He became the youngest goalscorer in UD Las Palmas history. Okay. Ja, okay, ist jetzt kein krasser Fakt, weil die Mannschaft ist jetzt auch nicht die krasseste so. Aber ist halt deren jüngster Torschütze. Neymar, his right foot is 0,5 cm bigger than his left foot. Wow, was ein Fakt. Das wollte ich schon immer wissen, Leute, dass Neymars Fuß einen halben Zentimeter rechts ist, halben Zentimeter, der rechte Fuß halben Zentimeter länger ist als der linke. Bei mir ist auch, glaube ich, so. Bei mir ist es auch so, Leute. Bei mir ist mein linker Fuß ein bisschen länger als der rechte. Ein bisschen nur. Ein bisschen. Einfach Dingen. Komisch. Cristiano, Digga. Boah, geiles Foto von ihm, Alter. Cristiano, guck mal, dieser Blick hier, geil. His free kick speed is about 13,1 km/h, which is compared roughly with the speed of a space shuttle while launching. Okay. Ach, Digga, Ronaldos Freistöße früher, die waren einfach eine andere Liga, ne? Ey, ich würde den so gerne mal treffen, ne? Ah, Ronaldo. Ich bin gespannt, was er nach der Saison macht, ob er bei Manchester bleiben wird. Je nachdem, glaube ich, auch, ob sie die Champions League schaffen, also die Champions League-Dingens Quali da, oder qualifiziert sind direkt, oder ob sie es nicht schaffen. Also ich würde es fühlen, wenn er bleiben würde, oder wenn er zu Real geht, aber ich würde es nicht fühlen, wenn er jetzt schon zu Sporting gehen würde. Dann wird er so völlig aus der Bildfläche verschwinden, finde ich. Und dafür hat er noch so viel drauf. Man siehe gegen Tottenham, der Hattrick in dem Alter, das schafft keiner so. Das ist schon verrückt. Ach, sind die schon safe Champions League für nächste Saison, Leute? Emre Mercan? Ist es schon safe? Oder noch nicht? Ich habe die Tabelle jetzt gerade nicht im Kopf von der Liga. Van Dijk?
The reason he wears Virgil on, also der Grund, warum er Virgil auf dem Trikot stehen hat, ist, dass he didn't want to go by his dad's name. His dad abandoned his mother at a very young age. Der will den Namen seines Vaters nicht auf dem Trikot hinten stehen haben, weil der Vater seine Mutter früher verlassen hat, als er sehr jung war. Ja. Naja, ist halt so, ne? Paul Pogba became the first midfielder to wear the number 6 shirt in the history of the Premier League. Krass, wusste ich nicht. Einfach Pogba, erster Mittelfeldspieler, der die Nummer 6 hatte. Nein, nicht WM, Emre. Lewandowski featured on the cover of FIFA 10 Polen Edition alongside Lampard and Rooney. Ach krass, wusste ich gar nicht. So FIFA 10, wo Lewandowski noch so niemand kannte, wo hat er nochmal Lech Poznań gespielt? Lech Poznań. Aber da einfach auf dem Cover drauf mit Rooney und Lampard. Das ist schon krass zu der Zeit so. Da war der ja nicht so bekannt wie jetzt. Boah, meine Nase, Alter. Ach, scheiße. The young player donated all his World Cup earnings around 400.000. Irre. Das ist immer cool, wenn Leute spenden, vor allem Fußballer und so, wenn sie nur Geld haben. Son joined Hamburg's youth team age 16 after dropping out of high school. Krank. Ibrahimovic, cooles Foto. Ibrahimovic ist ein Taekwondo Black Belt. Also er hat einen schwarzen Gürtel in Taekwondo. Ja, komm her, Lukaku. Ah, guck mal, direkt Lukaku hinterher. Der hatte noch Beef mit Lukaku gehabt. Lukaku ist multilanguage. He speaks krass Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, German. Was? Lukaku spricht Deutsch? Egal, wie viele Sprachen spricht der, Alter? Hätte der mal lieber Dolmetscher werden sollen. Kai Havertz. Kai has missed football games due to school. Ja, ist halt so, wenn man jung ist, ne? Foden became a father aged 18. Alter, krass. Mit 18 Vater geworden. Das ist verrückt. Mit 18. Nearly signed for Manchester United. Na, hätte ich ihn nicht so gesehen. Ich finde, Vinicius passt irgendwie voll zu Real, Alter. Kante's Relationship Status has always been a secret. Ach so, man weiß nicht, ob er eine Frau hat oder nicht. Aber finde ich gut. Man muss ja nicht alles in die Öffentlichkeit ziehen, ob er eine Frau hat, ob er Kinder hat. So. Warum? Aber ich denke mal, früher oder später Paparazzis werden ihn eh finden, wenn er mit seiner Frau oder Kind unterwegs ist. Ne? Das ist leider die Schattenseite, wenn man im öffentlichen Leben steht. So überall Paparazzis und sowas, wenn du halt ein bekannter Fußballer bist. Ne? Benzema scored the fastest goal in Clásico History. 21 Sekunden after Kickoff. Krass. Das schnellste Tor des Klassikos geschossen von Karim the Dream. Ramos' dream wasn't to be a football player, but a bullfighter. Ach krass, der wollte Bullfighter werden. Einfach diese Dings, wo die da durchlaufen. KDB could have played for Burundi. Kevin's mother was born in Burundi and spent most of his childhood there. Krass. Einfach De Bruyne fast bei Burundi, Burundi. Wow. Oh, das ist ja krass. Ein Fakt über Salah. Er ist Fan of Muhammad Ali. Wow. Es sind bestimmt mal so viele andere. Ja, genau, Torero wollte Ramos machen. Kane, he's the first player since Gary Lineker to score 25 League Goals for Spurs in a season. Okay. Ja. War aber auch nicht zu erwarten anders. Aber he scored Gabun's only Olympic goal. Ja, wenn nicht er war, wer dann, ne? Mount, he was a ballboy at Stamford Bridge. Alter, was? Was? Einfach Mason Mount. Guck mal hier, Messi noch damals. Und das ist Mount, der war einfach Balljung, hat Messi den Ball zugeworfen. Jetzt spielt er selber bei Chelsea. Digga, das ist krass. Das ist wirklich krass. Krass. Ja, nice, Alter. Da waren ein paar interessante Sachen auf jeden Fall dabei, aber auch viele, viele unnötige, muss man so sagen.